meine Lieben. Und zwar war ich gestern mal wieder seit langem, wirklich, ich war sehr sparsam in letzter Zeit, außer der kleine Primark-Besuch einmal, aber ansonsten war ich wirklich sehr sparsam, war ich gestern seit langem mal wieder shoppen in Dortmund und zwar so richtig schön Frühlingsshoppen, also so richtig schön Frühlingsklamotten einfach nur, weil wir wollen alle den Frühling. Vielleicht, wenn wir es alle ganz laut sagen, dann kommt er vielleicht jetzt schon im März oder Februar sogar schon. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen an mit, was fange ich an? Mit Primark? Was sagt ihr dazu? Als erstes habe ich mir dort mitgenommen Sandalen. Ist zwar jetzt schon, ist zwar jetzt noch, genau noch, für das Wetter ein bisschen übertrieben, das gebe ich ja auch zu. Aber ich fand die so süß mit den kleinen Glitzersteinchen und den schwarzen Rüschen. Ja, deswegen mussten die auf jeden Fall mit. Und dann habe ich mir mitgenommen eine blaue Bluse. Und zwar sieht die einfach so aus. Also einfach eine dunkelblaue Bluse, weil ich im Moment irgendwie total gerne Blusen trage und deswegen mir einfach so ein paar weitere anschaffen wollte. Und ja, ich hatte auch erst welche bei Zara gesehen, aber da haben die irgendwie dann 26 Euro oder so gekostet. Und bei Primark jetzt halt 13. Ist für Primark-Verhältnisse, finde ich, auch gar nicht so unglaublich günstig. Also geht auf jeden Fall, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und ja, ihr seht es ja hier. Und genau die gleiche Bluse habe ich mir dann noch in Weiß mitgenommen. Weil ich ja noch nicht genug weiße Blusen habe und weil ich weiße Blusen total liebe. Ja. So schaut die aus. Hat hier oben noch diese Taschen. Genau, Taschen. Also nochmal so ein bisschen extra was. Und hat halt keinen normalen Blusenkragen, habe ich gerade vergessen zu sagen. Sondern geht hier einfach in so einem V-Ausschnitt gerade runter. Ja, das waren die. Und dann habe ich mir noch eine Tasche mitgenommen. Und diejenigen von euch, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen, dass ich diese Tasche schon in Schwarz besitze. Und ja, vielleicht haben einige von euch, ich mache sie gerade hier mal richtig, vielleicht haben einige sie von euch schon vor Augen. Es ist nämlich, tada, diese kleine Kindergartentasche, wie meine Mutter mal zu sagen pflegte. Nein, Mama, es ist keine Kindergartentasche, das ist ja eine sehr schöne Umhänge-Schultertasche und die Farbe, die passt super, super gut in den Frühling. Und deswegen musste die mit, genau. Und dann durfte noch eine Shorts mit, eine High-Waisted Shorts. Und zwar ist es diese hier in ja, einem ganz, ganz hellen Jeansstoff. Und hat hier dann halt so ein bisschen diesen ja, zerrissenen Look. Ist natürlich jetzt auch, ne, für die Temperaturen noch etwas übertrieben. Aber dann kann man sich noch mehr darauf freuen, wenn es denn dann wirklich richtig, richtig schön warm ist. So, und dann habe ich noch einiges aus der Accessoires-Abteilung gekauft. Zwar zum einen dieses Armbandpaket hier. Die beiden oberen fand ich jetzt nicht so besonders schön, aber die vier unteren finde ich sehr, sehr süß und auch halt total schön farbenfroh schon mal und so. Also auch total sommertauglich. Und ich liebe es ja eh, so kleine Armbänder übereinander so stapeln und so. Das ist total mein Ding. Und dann noch eine Strumpfhose. Und zwar ist es eine schwarze mit kleinem Herzchenmuster drauf. Sehr, sehr süß, wie ich finde. Und dann noch ein Haarband, beziehungsweise ein Haargummi. Genau, Haargummi, mir ist der Name irgendwie gerade nicht eingefallen. Und zwar mit so kleinen Röschen. Das ist dafür gedacht, dass man das, hier ist extra auch so ein schlaues Bild dabei, dass man das, wenn man sich oben einen Dutt macht, einen hohen Dutt auf den Kopf drauf, dass man sich das dann so da drum machen kann. Also, ja. Aber ich fand die Idee sehr, sehr süß. Irgendwie bin ich da noch nicht vorher drauf gekommen. Und von daher, ja, würde ich das mal ausprobieren. Man kann es aber natürlich auch, denke ich mal, einfach so als Haargummi benutzen für einen Pferdeschwanz oder so dann halt. Ja, und dann noch ein letztes Accessoire. Und zwar ist das die Kette, die ich gerade trage. Finde ich auch wunderschön mit den Korallefarben. Ja, gefällt mir sehr gut. Und das war es auch schon mit den Primark-Sachen. Dann geht es weiter mit Mango. Und zwar habe ich mir bei Mango einmal einen Top mitgenommen. Es erinnert mich so ein bisschen an so eine Unterwäsche, aber es ist ein Top. Also man soll es schon in der Öffentlichkeit tragen. Und zwar ist es einfach ein... ja, ist nicht ganz schwarz, sondern ganz, 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 ganz dunkles Braun, genau. Und hat dann halt dieses schöne bunte Blumenmuster drauf. Und hier oben am Dekolleté hat es noch Spitze. Ja, und hinten ganz normal, gerade geschnitten.
Und die Träger, die sind längenverstellbar, was ich auch sehr, sehr gut immer finde. Und dann habe ich mir noch einen Pullover mitgenommen. Ich musste mal ganz kurz hier neben mich greifen. Und zwar, also die Bluse, die müsst ihr jetzt einmal ignorieren. Das ist jetzt da drunter, weil ich das so angezogen habe. Aber es geht jetzt um den Pullover. Dieser graue Pullover mit der Aufschrift Etoile Trebeau auf jeden Fall. Ach ja, das ist echt schade. Ich habe Französisch früher so geliebt, ne? Aber mittlerweile, wenn man das nie mehr spricht, dann gerät es einfach so in Vergessenheit. Etoile. Also das ist aber auch besonders schwierig, dieses Wort. Also das muss man jetzt auch sagen. Aber ja, zurück zu dem Pullover. Ich fand den halt ganz cool mit diesem Paillettenaufdruck. Und ansonsten ist er halt einfach grau und fällt ganz lässig und hat unten noch diesen Gummibund. Genau. So. Und damit habe ich euch gerade auch schon ein Outfit abgedreht, was dann auch in dem Frühlings-Lookbook kommen wird. Genau. Punkt. Manchmal rede ich so viel, dann vergeht mir der Atem und dann vergesse ich, dass es auch noch Satzzeichen gibt. Aber so, das war es mit Mango. Dann machen wir weiter und zwar war ich dann noch bei Gina Tricot. Das ist wirklich eine Seltenheit. Ich war da zwar schon ein paar Mal drin, aber ich habe nie was gefunden. Aber jetzt, ja, wurde ich ganz gut fündig. Und zwar zum einen dieses T-Shirt hier. Einfach ein weißes T-Shirt mit diesem schönen bunten Palmenaufdruck. Beziehungsweise die Palmen, der schwarz und der Hintergrund ist da so schön bunt und ich liebe ja Mint diesen Frühling. Also Mint ist echt meine Farbe und das war halt hier auch so schön mit so Minttönen und dann so Rosatönen. Also so richtig schön pastellig. Das fällt halt jetzt ein bisschen weiter und dazu habe ich mir dann auch noch eine Strickjacke gekauft. Und zwar ist eine rosane Strickjacke, also sieht einfach so aus. Also ist rosa und dann aber so ein bisschen meliert, also so ein bisschen mit beige oder weiß irgendwie so drin meliert. Hat halt hier unten auch dieses Schößchen, was man ja schon von vielen Oberteilen kennt. Und das gefällt mir total gut, das liebe ich wirklich total. Passt auch von der Farbe her total so in Frühling, so rosa, frisch, ja. Und dann noch eine dritte Sache, genau bei Gina Tricot. Und zwar ist das Oberteil, was ich gerade trage. Ich stehe ja eh total immer auf weiße Oberteile und das hatte halt dann noch diese schwarze Aufschrift. Und ich fand den Spruch auch eigentlich ganz gut, sage ich mal. Also manche Sprüche sind ja echt immer total unsinnig. Da denkt man sich so, was soll das? So mit so einem Spruch möchte ich doch nicht durch die Gegend laufen. Es gibt wirklich so komische Sprüche. Wenn ihr irgendwie solche komischen von Oberteilen kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil das finde ich immer sehr, sehr amüsant. Dann denke ich mir immer so, wer denkt sich sowas aus? Ganz, ganz früher gab es ja auch mal den Spruch, nobody's perfect but me, auch auf allen T-Shirts drauf. Das war aber schon vor 10 Jahren oder so. Auf jeden Fall hatte ich da auch so ein T-Shirt, also okay, das muss ich jetzt zugeben, dass ich damals so eins hatte. Aber da war ich dann ja auch 12 Jahre alt, ne? Also von daher war es entschuldigt. Aber das mit den Sprüchen, das hört irgendwie nie auf. Und dann habe ich auch noch eine Kette mitgenommen bei Gina Tricot. Und zwar ist es diese goldene mit den ja, schönen kleinen Perlen dran. Fand ich total süß. Und ich trage ja auch immer ganz oft meine Perlenohrringe. Und das passt dann einfach total schön dazu. Und ja. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, die entdeckt zu haben. Da war ich zu guter Letzt noch bei H&M und da habe ich mir zum einen diesen taubfarbenen Gürtel mitgenommen, weil ich fand die Farbe irgendwie total schön. Ist halt aus Lederimitat und hat halt noch so ein bisschen diese Schlangenlederoptik drauf. Und dann habe ich mir auch noch einen schwarzen Gürtel mitgenommen, weil ich unbedingt einen schwarzen brauchte. Aber ich glaube, den tausche ich wieder um, weil der ist irgendwie an der Hose, wenn man den drin hat, dann ist der doch dünner, als ich gedacht hatte. Und so einen ganz dünnen schwarzen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Also ja, ich glaube, den tausche ich wieder um. Ja, also wenn ihr mir empfehlen könnt, wo es schöne schwarze Gürtel gibt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und dann habe ich noch eine Bluse mitgenommen. Und zwar ist es diese hier, die lag direkt am Eingang. Da konnte ich nicht widerstehen. Ich fand die Farben auch wieder so schön frühlingshaft. Ich trage sie eigentlich meistens hochgekrempelt, deswegen ist sie jetzt auch so umgeschlagen. Aber man kann sie natürlich auch ganz normal runterkrempeln. Ja,
Und hier an der Seite sehe ich gerade, ist sie auch noch so offen, hat so einen kleinen Schlitz und dann vorne und hinten so abgerundet. Und zu guter Letzt habe ich dann noch endlich bei H&M eine helle Jeans gefunden. Ich war schon sehr, sehr lange auf der Suche und jetzt habe ich endlich eine. Oh, ich habe mich so gefreut. Und dann auch noch für den Preis, die hat jetzt nur 20 Euro gekostet, also für eine Jeans, ist das doch echt ein Schnäppchen. Ich habe nämlich echt schon ultra lange eine schöne helle gesucht. Perfekt wäre es gewesen, wenn sie auch noch so ein paar kleine Risse gehabt hätte, wenn ihr wisst, was ich meine halt. Aber das hatte sie leider nicht, aber ich habe auch sonst nirgendwo eine schöne helle Jeans mit Rissen gefunden. Ich war echt gestern überall beim Shoppen, also in allen Läden und es gab nie eine. Und ja, vielleicht mache ich mir jetzt hier irgendwie noch selbst Risse rein. Ich muss mal gucken. Ja. Ist natürlich dann immer so ein bisschen Risiko, ne? Ob das dann was wird und wenn es nichts wird, dann steht man da. Aber ja, no risk, no fun. Ne? Ah, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar muss ich das jetzt deswegen nachträglich reinschneiden. Und zwar ist es von Zara, da war ich natürlich auch. Und da habe ich mir einen Rock gekauft. Und zwar ist es dieser enge Rock. Mit diesem schönen, hellen Frühlingsmuster. Und dann hatte er an der Seite hier noch vorne so einen Schlitz. Das heißt, er ist hier halt so ein bisschen offen. Und dann hat er hier auch noch so ein paar Nähte, also so Abnähungen hier. Und dann einmal hier so quer rüber. Und den ja, fand ich wunderschön, obwohl ich eigentlich sonst keine engen Röcke mag. Aber der musste mit. So, und jetzt habt ihr gefragt, schreibt mir in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat und welches Teil vielleicht auch gar nicht. Das würde mich nämlich total interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, einen Daumen hoch. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt eben nicht. Auch okay. Ich wollte mich auch noch bedanken für eure ganzen zahlreichen Videovorschläge, die ihr mir unter meinem DM-Haul gemacht habt. Das hat mich wirklich total gefreut und ich habe alles notiert und ja, es wird jetzt in nächster Zeit sehr, sehr viel kommen, was ihr euch gewünscht habt und ich hoffe, euch freut das. Und dann ja, wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!